Hey Leute, habt auch ihr die Schnauze voll vom ständigen Staubwischen, Staubputzen, Müll rausbringen und so weiter und so fort? Heute präsentiere ich euch mal einen kleinen Helfer, der eure Wohnung auch unter der Woche einen kleinen Tick sauberer hält, als sie sonst vielleicht ist. Und zwar ein UFO, den Virobi. Nach dem Intro geht's los. In der Verpackung findet ihr den Virobi, ein Ladegerät, drei Einwegfließtücher und eine beknackte Bedienungsanleitung in allen möglichen Sprachen. Um loslegen zu können, muss der Virobi aber erst einmal aufgeladen werden, laut Bedienungsanleitung etwa 8,5 Stunden. Das Bescheuerte daran ist, dass die Ladeanzeige zwar rot leuchtet, aber sie keinerlei Auskunft über den Ladezustand gibt. Sie geht nach Abschluss des Ladevorgangs wieder aus, noch blinkt sie oder wechselt die Farbe von Rot auf Grün. Warum? Ihr habt den Virobi also jetzt 8,5 Stunden in der Steckdose gehabt, der Akku ist voll. Um loslegen zu müssen, müsst ihr einfach nur noch ein Fließtuch unten an das Gerät heften, das Gerät auf den Boden stellen und los geht's. Beim Starten habt ihr die Wahl zwischen zwei Programmen. Das eine ist kurz, 30 Minuten, das andere lang, 120 Minuten. Was dazwischen oder kürzer, länger gibt's nicht. Drückt ihr also auf einen der beiden Knöpfe, springt die Anzeige auf grün und der Virobi beginnt mit seinem Tanz durch den Raum. Dabei nimmt er aber keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Dekoartikel, Treppenstufen, Teppichböden, Kinder, Tiere, Hauskatzen, weiß ich nicht. Daher ist es ratsam, den Zugang zu Treppen zu blockieren und empfindliche Gegenstände, die kaputt gehen können, aus dem Weg zu räumen. Der Virobi reinigt nicht nach System, er scannt die ganze Umgebung nicht ab, wie schon erwähnt, und fährt einfach wie ein besoffener Vollidiot vor die Wände. Durch das chaotische Reinigungssystem dauert es auch, bis das Gerät an allen Stellen im Raum einmal war. Zu empfehlen ist es, dass man immer einen Raum nach dem anderen reinigt. Denn mit Türschwellen tut sich der Virobi je nach Höhe schwer. Eine Feuchtreinigung ist auch keine gute Idee, denn Streifen und Schmierereien sind die Folge. Teppichböden damit zu reinigen, könnt ihr übrigens komplett vergessen. Da geht gar nichts. Wenn der Virobi seine Arbeit getan hat, sollte er gereinigt werden. Dabei kann man entweder das Gröbste vom Fließtuch komplett wegkratzen und verwendet es ein zweites oder drittes Mal, oder man schmeißt es einfach komplett in den Müll. Wer übrigens die teuren Originalfließtücher vermeiden möchte, der kauft sich einfach stinknormale Tücher und schneidet sie sich mit einer Schere zurecht. Geht auch. Die Gummirollen sollte man einmal kurz abnehmen und von umschlungenen Haaren befreien und eventuell etwas abbürsten, damit sie schön griffig bleibt. Mehr ist auch gar nicht zu tun. Ganz ehrlich, je nachdem, ob man jetzt Tiere daheim hat oder nicht, für eine kleine Zwischenreinigung reicht der Virobi definitiv aus. Auch wenn man ihn nach dem Saugen anstellt, wird man sich erschrecken, was noch alles in der Wohnung lag. Allerdings werden keine Brötchen oder Kekskrümel aufgesammelt. Die sind einfach nicht statisch ladbar und bleiben nicht im Tuch hängen. Die werden einfach in irgendeine Ecke des Raums geschoben. Bleiben dann halt da, bis das nächste Mal gesaugt. Also ich persönlich finde den Virobi recht nützlich. Er kommt an Stellen, wo ich eher seltener herputze. Und das Reinigungsergebnis kann sich fürs persönliche Nichtstun definitiv sehen lassen. Was haltet ihr von solchen Haushaltshelferchen? Es gibt wirklich kaum etwas Schlimmeres als Hausarbeit. Leute, ehrlich. Ich warte ja immer noch auf den Androiden, der einem komplett die Arbeit abnimmt, von der Spülmaschine aus, beim Staubsaugen, Fensterputzen, Spülwaschen, was alles so also anfällt. Gibt's leider noch nicht, vielleicht in 30, 40, 50 Jahren. Aber bis dahin müssen wir halt mit so kleinen Geräten auskommen. Okay, das war's mit meiner kleinen Review zu dem Vileda-Virobi. Den Link zum Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Wenn nicht, dann nicht. Und ich sag bis dahin. Ciao.